Ja, herzliche Grüße aus Niedersachsen, hier nach NRW, hier nach Paderborn. Schön, dass ihr alle da seid. Dankeschön. Ich habe schon gedacht, wir haben nachgelassen, weil ich dachte, es gibt keine Gegendemo, aber ich höre es jetzt ja, die üblichen Störer, die üblichen Dummköpfe sind da. Ich dachte schon, wir sind etabliert, also wir sind noch weit davon entfernt. Vielen Dank, dass ihr auch wieder da seid. Mein Freund Christian hat ja schon die Grünen übernommen, deswegen habe ich darauf verzichtet, Ihnen da etwas vorzutragen. Ich möchte mal beginnen mit der SPD. Was fällt Ihnen auf jetzt mit der SPD, was im Bundestag los ist, was mit der Partei los ist? Sie sind nicht mehr von Bedeutung, das wissen Sie. Jetzt klammern Sie sich daran, dass Sie dasselbe machen können wie die Sozialdemokraten in Dänemark. Sie erkennen jetzt den harten patriotischen Kurs und glauben, damit können sich die Wähler zurückholen. Das wird aber nicht stattfinden, weil nur wir sind die ursprüngliche Kraft. Wir sind die Patrioten. Wir werden auch das umsetzen, was wir gesagt haben, liebe Freunde. Und wenn wir diese Oppermann-Parolen nehmen und wenn die von uns stammen würden, dann würde man uns sofort als populistisch verunglimpfen und denunzieren. Aber das, was die SPD momentan betreibt, das ist nichts anderes als eine vorsätzliche Wählertäuschung. Und das machen sie schon seit Jahrzehnten. Und ich habe hier mal für euch eine kleine Auflistung. Damals 1981, ein Mitglied des Bundestages, ein Herr Kühn, übersteigt der Ausländeranteil die 10%-Marke, dann wird jedes Volk rebellisch. Das war die SPD, die hat schon damals, 81, gedacht, patriotisch, damit geht's vorwärts. Was haben sie gehalten? Nichts. Dann haben wir unseren Altkanzler Helmut Schmidt, vor dem habe ich noch Respekt, das war noch ein aufrichtiger Sozialdemokrat, aber auch er sagte 1992 zur Frankfurter Rundschau, weder aus Frankreich, noch aus England, noch aus Deutschland darf man Einwanderungsländer machen. Das ertragen die Gesellschaften nicht. Und jetzt hören Sie, dann entarten die Gesellschaften. 1992. Was ist seitdem passiert? Nichts. Und nun schließen wir ab mit unserem Lieblings-Altkanzler, in Anführungsstrichen zumindest, der Herr Schröder. Er hat 1997 gesagt, wer unser Gastrecht missbraucht, für den gibt es nur eines. Raus, aber schnell! Und liebe Freunde, was ist seitdem passiert? Nichts, gar nichts. Und mit dieser selben Taktik will die SPD die Wähler, will die SPD das Volk, das deutsche Volk wieder einlullen, damit sie wieder Stimmen bekommen. Es wird ihnen aber nicht gelingen. Ich sagte schon, nur wir sind die, die auch das umsetzen, was wir sagen. Nur die AfD, liebe Freunde. Und wir befinden uns hier vor einem sogenannten Gotteshaus und vor kurzem gab es oder gibt es ihn immer noch, den Landesbischof Bedford Strom, den ich nur noch Bedford Strom nenne, den Retter ohne Kreuz und Skrupel. Er hat die illegalen Schlepperbanden, so wie ich sie bezeichne, auf dem Mittelmeer besucht und er möchte sich jetzt dafür einsetzen, dass diese illegal agierenden Flüchtlingstransporteure straffrei bleiben. Was dieser Mann nicht erkannt hat, ist, dass nur eins hilft, nämlich wie in Australien eine No-Way-Kampagne. Wir müssen den Menschen sagen, sei es in Afrika, sei es in Asien oder woanders, wer ungerechtfertigt zu uns kommt, der darf hier nicht bleiben, der wird wieder zurückgeschickt, da wo er herkommt, liebe Freunde. Und dann ist es an uns, die Möglichkeiten zu schaffen und wir haben diese Möglichkeiten, sei es in Nordafrika Camps zu machen. Dort können die Menschen ihre Anträge stellen. Dort wird entschieden, was mit ihnen passiert, ob sie zu uns kommen dürfen und wird dieses positiv beschieden. Dann bringen wir sie übers Mittelmeer, dann ertrinkt kein Mensch mehr. Das, was er hier möchte, er trägt dazu bei, dass diese illegalen Schlepper weiter Geld verdienen, dass weiter Menschen im Mittelmeer ertrinken. All das wollen wir nicht, auch wenn uns das immer nachgesagt wird. Wir wollen das nicht. Deswegen lasst uns zusammen daran arbeiten, dass wir immer stärker werden in Deutschland, in Europa, dass wir unsere Ziele durchsetzen können, dass kein Mensch mehr im Mittelmeer ertrinkt, dass wir vernünftige Regularien einführen, so wie sich das gehört, liebe Freunde. Dann, Sie sehen die Polizei hier um uns herum. Und dann möchte ich hier auch noch ein grundlegendes Problem, nicht nur hier in NRW, auch in Niedersachsen, aber gerade auch in Berlin ansprechen.
Das ist die Clanstruktur. Das sind die Menschen, die Anfang der 80er zu uns gekommen sind mit falschen Identitäten, die hier noch nie gearbeitet haben, die sich auf unsere Kosten bereichern, die kriminell sind, die Straftaten begehen, die Häuser, die Autos haben, die alles hier haben, aber nie dafür gearbeitet haben, liebe Freunde. Und da ist die Devise, sei es von unserem Innenminister in Niedersachsen, von Pistorius oder auch in Berlin, wo es ja rot-rot-grün ist, da können Sie eh nichts erwarten. Da ist die Devise Kapitulation statt Konfrontation. Wir müssen es wieder umdrehen. Diese Personen müssen beweisen, wo sie ihre Wertgegenstände, wo sie ihr Einkommen, wo sie ihre Gebäude herhaben. Nicht wir müssen denen beweisen, dass sie kriminelle Taten begehen. Die müssen uns beweisen, dass sie das alles rechtmäßig erwirtschaftet haben. Und wenn das nicht so ist, dann nehmen wir es ihnen weg. Und wir haben die Möglichkeiten dazu. Man ist nur zu feige, das umzusetzen, liebe Freunde. Und die nächste Frechheit, der Staatsfunk, wer ihn zumindest noch schaut, der hat vor kurzem die Sendung von Panorama gesehen, wo dann zum Beispiel ein Herr Peter Fischer, das ist der Präsident von Eintracht Frankfurt, wer sich mit Fußball auskennt, der hat doch wirklich gesagt, die Gräben zwischen uns, also der Zivilgesellschaft und der AfD, sie müssen noch tiefer und noch weiter werden. Wir dürfen uns mit diesen Menschen nicht abgeben. Was macht dieser Mann? Er grenzt aus, er schiebt uns an die Seite, er nimmt uns ein Menschenrecht ab. Wir und 6 Millionen Menschen, die uns gewählt haben, das sind nicht irgendwelche Leute, mit denen man nicht sprechen muss. Mit uns muss man reden. Wir sind die neue Kraft in Deutschland. Mit uns muss man reden, liebe Freunde. Dann gibt es da noch, der Herr hat sich da auch geäußert, ein Herr Hans Leindecker, das ist der Präsident des Evangelischen Kirchentages. Auch er sagt, er wird niemanden von der AfD einladen. Niemand wird von ihm eine Bühne bekommen. Das sagt ein bekennender Christ, liebe Freunde. Das sagt ein bekennender Christ, der auf die Menschen zugehen sollte. Er grenzt uns aus und man hat Menschen schon mal ausgegrenzt. Und wir wissen, wo das hingeführt hat, liebe Freunde, wenn man über Nacht vogelfrei ist. Und dann last but not least, da haben wir noch Ulrich Bauch, er ist Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes, wenn man so möchte, eines Unterverbandes der SPD, sowie die Gewerkschaften auch. Er hat der AfD-Bundestagsfraktion verweigert, dass die AfD-Bundestagsfraktion bei ihm einen Ersten-Hilfe-Kurs machen kann. Wie argumentiert dieser Mensch? Er sagt, ich will mit diesen Leuten, ich will mit dieser AfD, die am Rande der Gesellschaft stehen, mit denen möchte ich keine Geschäftsbeziehung. Auch er grenzt uns wieder aus, er schiebt uns in eine Ecke, in die wir nicht gehören, liebe Freunde. Und Sie kennen alle den alten Spruch, heute koche ich, morgen backe ich. Und übermorgen, da schlachte ich die AfD. Und wenn das so weitergeht in diesem Land, liebe Freunde, dann müssen wir uns verstecken, dann gehen wir in die Keller, dann wird man uns denunzieren. Und das möchte ich nicht. Und deswegen müssen wir stärker werden, liebe Freunde. Und deswegen ist es schön, dass ihr alle hier seid und auch Flagge zeigt, Schwarz-Rot-Gold. Vielen Dank dafür. Abschließend, liebe Freunde, ich bin ja im Verteidigungsausschuss. Und wer von Ihnen mal gedient hat, dem tränen ja die Augen, was aus unserer stattlichen Bundeswehr, was aus unseren Streitkräften geworden ist. Lassen Sie mich nur eins sagen, wir sind nicht mehr verteidigungsfähig. Für Frau Ursula von der Leyen ist es wichtiger, Schwangerenkleidung einzuführen, dass die Panzer auch für Damen, die einen dicken Bauch haben, geeignet sind, dass in der Bundeswehr gegendert werden kann, dass man sich dort bunt anziehen kann. Das ist für Frau von der Leyen wichtig. Aber wissen Sie was? Die Bundeswehr, die Streitkräfte, die haben nur einen Maßstab. Das ist die Kampf- und Verteidigungsfähigkeit für unser Land, lieber Freunde. Und auch das hat die Regierung mit Merkel und Frau Ursula von der Leyen an die Wand gefahren. Auch hier müssen wir dagegen arbeiten, mit allem, was wir haben. Und deswegen möchte ich, wenn ich jetzt zum Schluss komme, jeden Einzelnen, der hier ist, bitten, geht nach Hause, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, überzeugt eure Nachbarn, überzeugt eure Freunde, überzeugt auch die, die da hinten rumgrölen, die glauben, die können hier etwas bewegen, weil sie auf die Straße gehen und sagen, das Klima ist das einzige Problem, was wir haben. Nein, das ist es nicht. Wir haben einen demografischen Notstand, wir haben einen Migrationsnotstand, wir haben einen Rentennotstand. All das haben wir und das ist wichtig. Und das verändert sich nur mit der AfD, liebe Freunde. Nur noch die AfD. Vielen Dank. Thank you.